Und jetzt kommen wir dabei. Junge, Junge. Der 50-jährige Adi Glaser von der Lund. Adi, ich weiß genau, vor 2 Wochen war ich bei dir zum Feiern. War wunderschön. Mitte Nummer 11. Brauche ich eigentlich gar nicht mehr aussagen, die sind in Lorch bekannt. Guggenmusik ums Nomgugge, Weiler in den Berg. Musikalischer Leiter, unser Adi Glaser. Adi, nachträglich, alles Gute zu deinem 50. Ich hab morgen die ganze zum 40. aber. Hilf also. Die Stelle ist auf Hause drum! Wahnsinnige Freunde, ja, die Stelle ist auf Hause drum! Die Stelle ist auf Hause drum! Riese Type, riese Frau, eine super Gruppe ist da. Immer gerne in Lohr und wir gehen gerne auch zu Ihnen. Jungs und Mädels, normal soll ich nachhocken, aber ich werde lieber nach oben. Mit der Nummer 12 sind die Sendelfinger Zugexter. Sindelfingen hat einen besonderen Bezug zu der Hexenverbrennung im Mittelalter und genug Zuggebiete in der Gruppe ihren Namen behalten. Deswegen Sindelfinger zum Hexer. Und jetzt soll sie die Lore ein Dreibare nach Lausgewalt. Ein Dreibare zum gegründet im Jahre 2014, hat eine Anreise von 63 Kilometern. Schön, dass ihr da seid. Zipflaustein, Westerweiber, da kommen Westerweiber. Mit der Nummer 13, die Narrenzunft Feuerbach e.V. Verantwortlich ist der Moritz Peisan. Gegründet im Jahre 1992. Sie kommen heute mit den Westschweibern, den Schaffler und den Wolfskehler. Und ihr Narrenruf ist... Dreimal Baukämmer! Halt, was Regina. Wo hab ich's gerade erfahren? Heißt, was hemmo? Baukämmer! Was hemmo? Baukämmer! Was hemmo? Baukämmer! Hallo, wo ist Lorch? Wo ist Lorch? Jetzt schreien wir alle gemeinsam. Was haben wir? Was haben wir? Was haben wir? Jetzt. Mit der Nummer 14 aus Wangen, die Forstberghexen. Verantwortlich ist der Stefan Schrenz. Die gegründet im Jahre 2012. Kopftuch gelb, Oberteil grün, Rock schwarz, Schürze gelb. So entstanden die Forstberghexen. Und ihr Narrenruf ist Forstberg. Hexe! Forstberg! Hexe! Forstberg! So, und jetzt alle zusammen. Forstberg! Hexe! Forstberg! Hexe! Forstberg! Hexe! Hey, ein Applaus! So, jetzt konnten wir wenigstens mal eine gläubige Luft holen und unsere Stimme ölen. Aber die treiben ganz schön Unwesen dran. Deswegen, wenn es sich so lange hier aufhaltet, nochmal ein Dreifalls. Forstberg! Hexe! Forstberg! Hexe! Forstberg! Hexe! Genau gefolgt mit der Nummer 15.
Die Roba Weiber aus Reutlingen hat eine Anreise mit 70 Kilometer. Zunftmeister ist die Petra Weinberger. Die Roba Weiber wurde 2017 in Reutlingen gegründet. Sie ist kein typischer Narrenverein, sondern eine Interessengemeinschaft. Aber in den super Narrenruf. Wo ruckt der Rupp? Oberwein. So, und jetzt alle miteinander. Wo ruckt der Rupp? Oberwein. Wo ruckt der Rupp? Oberwein. Wo ruckt der Rupp? Oberwein. Schön, dass ihr hier seid. Nehmt mal eine ruhige paar Gefangene mit, das sind genügend hier. Bei Regina war auch schon lange nicht mehr Gefangene, Anna. Die wird gerne mal ein bisschen Stück mehr mitlaufen. Altbekannte Gäste hier mit der Nummer 16, die Rolling Stones aus Elwangen. Verantwortlich der Hannes Lies. Schön, dass ihr da sind. Soll ich noch helfen oder komm ich mit euch raus? Ich schaff der Leute. Ich hab das auch mal geschafft mit dem letzten Jahr.
so ist halt. Da bist du Fasching, da bist du kaputt, sind wir alle. Das wissen wir, sonst wären wir bei dem Verein nicht dabei. So ist es halt. Rheinland-Pfalz. Sie hat eine Anreise von 140 Kilometer. Sensationell! Das ist der Verein mit der längsten Anfahrt. Schön, dass ihr noch dabei seid. Entstanden nach einer Sage, wonach um Hagenbach Wölfe gehaust haben sollten. Sind aus einem Haufen begeisterter Handballer entstanden. Ich war auch mal Handballer, aber es ist einfach bei entstanden den sogenannten Hagenbacher Handballwölfen, die ihr Team bei Spielen tatkräftig unterstützen. Und ihr Namenruf ist Habach, Eno und Loch Eno. Es macht so besser du das.